Es gibt so Tage, da komme ich in den Laden und da genieße ich das richtig. Und erinnere mich daran zurück, wie alles angefangen hat. Also Kitebuddy wurde echt nebenberuflich als Hobby gegründet. Ich habe tagsüber gearbeitet und habe immer bis 2, 3 Uhr nachts am Webshop gearbeitet, was mir super viel Freude gemacht hat. Ich habe natürlich meine Leichen im Keller, wie eine Frau, die mich verlassen hat und sowas, weil ich so viel gearbeitet habe, aber das ist nun mal so. Und ich komme manchmal morgens in den Laden rein und zähle meine Kites und dann fange ich an zu arbeiten. Und das aus folgendem Grund. Und zwar war das halt so, ich habe Kitebuddy wirklich im Elternhaus bei mir im Keller gegründet. Und ich weiß noch, wie die erste Lieferung ankam. Das waren vier GTS-Kites, zwei Bars und zwei Boards. Und mir ging schon damals, was die Investition anging, ging mir super der Stift halt. Ne? Ich habe schon echt Schiss gehabt, dass ich mein Geld nie wieder bekomme. Aber ich musste das Ding halt aussitzen. Und tatsächlich war es halt einfach so, dass ich. Ich lerne das ja alles, was ich mache. Ich habe ja gar keinen Mentor oder sowas, was Firmenaufbau und das ganze Wirtschaftliche und sowas angeht. Aber ich habe mal gehört von einem Typen, der sehr erfolgreich war, der einen eigenen Helikopter hat, der meinte mal zu mir: Dorian, mit Plus und Minus kommst du als Unternehmer schon ziemlich weit. Und Plus und Minus rechnen kann ich nicht so gut, aber so, dass es einigermaßen funktioniert. So zumindest keiner merkt meine Fehler. Es war tatsächlich so, dass ich irgendwie ein Jahr später, also nach der ersten Lieferung an CoreKites, ein Jahr später, habe ich ein paar Fehlinvestitionen gemacht, ein paar Ladenhüter quasi gekauft, die ich heute noch habe tatsächlich. Da habe ich irgendwie, ich glaube, so 4000 Euro gegen die Wand gefahren. Und ich musste tatsächlich Kites verkaufen. Und das war so schwer zu der Zeit, dass ich keine eigenen Kites hatte. Ich musste wirklich, wenn ich kiten gehen wollte, zu Steffen fahren und mir seine Kites ausleihen, weil ich selbst gar keine mehr hatte. Und ja, und jetzt komme ich hier in meinen Laden und habe hier 5, 6 Jahre später ein ganzes Regal voll mit Kites, die auch mir gehören, die auch nicht irgendwie mit Kredit finanziert worden sind oder irgendwas, sondern die sind alle bezahlt, die gehören alle mir. Und ich zähle die morgens manchmal und freue mich und fange dann an zu arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr schwer als Start-up, also so eine kleine Klitsche wie ich, solche Sachen wirklich langfristig zu genießen, weil es ist halt einfach so, es ist einfach so, du kannst als Selbstständiger, glaube ich, nur sagen, ey, so weit, so gut. Und was morgen ist, weiß ich nicht. Ich bin mir recht sicher, ich könnte das ganze Ding, was ich hier habe, mit ein bis drei falsch getroffenen Entscheidungen komplett gegen die Wand fahren, von einem Monat auf den anderen oder von einem Jahr aufs andere. Das ist super, super schwer. Und es ist halt wirklich schwer, so diese Fortschritte, die man hat, wirklich irgendwie zu genießen, weil man einfach echt immer die Füße stillhalten muss und immer sich darauf beruhen muss, ey. Als Selbstständiger, ey, nur bis heute hat es funktioniert. Und ob es im nächsten Jahr besser oder schlechter wird, keine Ahnung. Und das ist halt etwas, wo man echt, wo ich ja gerade dabei bin, mich zu entwickeln, glaube ich. Ich zeige euch mal so eine kleine Fehlentscheidung, die man macht, um paar Euros zu verbrennen. Ich habe mir einen Parkplatz gegönnt, direkt vorm Laden, weil ich musste mal auf Rasen parken. Und das sah ziemlich kacke aus. Könnt ihr das sehen? Da wurden Steine ausgelegt und hier wird noch gemalocht. Und die Scheiße ist, mein Auto sackt da drinnen ab. Da wurde irgendwie 2 Wochen lang Parkplatz gebaut und wenn mein Auto drauf fällt, sackt es ab. Also bauen wir direkt daneben nochmal einen zweiten Parkplatz. So viel zum Thema Fehlentscheidungen und Kohle verbrennen. Das Gute ist aber, dass mein Vermieter dafür gerade steht und nicht ich, weil der sich darum gekümmert hat. Aber der hat gesagt, wenn ich das erste Jahr hier überlebe in seiner Immobilie, dann spendiert er mir einen Parkplatz vor der Tür. Leider schiefgegangen, aber dafür sieht das richtig urlaubsmäßig, wir gehen nochmal raus, wie so ein Blumenparadies aus hier. Schaut mal. So richtig schön. Das sieht so ein bisschen nach Urlaub jetzt aus, mit so ein bisschen Kies und sowas. Da liegt noch eine Mystikflagge, die muss ich mal wieder hinstellen. Aber so viel zum Umbau. Ich habe jetzt, wir gehen jetzt gleich aufs Wasser. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Und ich habe hier ein neues Trapez bekommen. Das habe ich gesponsert bekommen von dem Hersteller Right Engine. Und eines der Besonderheiten, also es folgt dazu nochmal ein richtiger Testbericht, aber ich fange jetzt gerade an, das Ganze zu testen und ihr seid halt Teil von dem Ganzen. Eine Sache, die dieses Trapez ausmacht, ist halt hier diese Sliderbar. Das bedeutet, ich kann mein
Chicken Loop hier einhaken. Das Trapez ist richtig fest am Körper und er bewegt sich nicht. Und dafür wandert, wenn man halt irgendwelche Drehungen auf dem Wasser macht oder in eine Welle ist, wandert halt der Chicken Loop von der einen Seite zur anderen Seite und gibt ein wir werden sehen, wie das Gefühl ist. Ich weiß es noch nicht. Und zu Uhrzeiten, wo sich jeder andere Mann eigentlich ein Porno reinknattert, bin ich im Internet unterwegs und schaue mir Produktbeschreibung an. Das ist so meine Art von Pornos. Und mir ist dabei was aufgefallen. Und das will ich heute mal testen. Und ich zeige euch jetzt mal, worum es geht. Wir haben hier die Core Sensor Bar. Und ich habe da was gesehen, die ist auch ganz neu. Wir machen jetzt mal das Trapez einmal rum. Ich bin nämlich gespannt, ob ich dieses Trapez in Verbindung mit einer Core-Bar verwenden kann. Aus folgendem Grund, und zwar das Roto-Release, was ja viele wissen, ich gut finde. So, jetzt hake ich mich hier ein. Könnt ihr das sehen? Ich mache das ein bisschen tiefer. So, ich mache das mal eben hier fest, die Kamera. Ach, der DHL-Mann kommt. So, der DHL-Mann ist weg. Ich habe mich jetzt hier schon mal eingehakt. Also wir haben hier jetzt diese Slider-Bar. Und das Geile ist wirklich, ihr könnt sehen, dass der Chicken Loop immer zur Seite wandert und mein Trapez eine Position bleibt, an der es gerade ist. Problem ist jetzt, glaube ich, und das will ich mal später auf dem Wasser ausprobieren, das Auslösen. Und zwar, ich habe ja hier eine Drehung. Bei einem normalen Trapezhaken, wo habe ich den denn? Bei einem normalen Trapezhaken, das ist auch einer von Red Engine, den könnt ihr halt auch in dieses Trapez einbauen. Ihr könnt euch diese Sliderbar auswählen oder halt diesen normalen Trapezhaken. Hier haben wir einen Konter. Das bedeutet, wenn wir drehen, wird irgendwann der Chicken Loop gestoppt. Und dann drehen wir hier weiter und das System löst aus. Dadurch, dass wir jetzt hier nicht so einen Konterpunkt haben, um die Rotation aufzuhalten, bin ich mal gespannt, inwiefern man die Core-Bar mit der Slider-Bar zusammen auslösen kann in einer Notsituation. Ich drehe jetzt mal, also wir stellen uns jetzt vor, das Ganze ist auf Spannung. Warte mal, so rum könnt ihr es besser sehen. Das Ganze ist auf Spannung und jetzt drehe ich. Das bedeutet, ich muss jetzt schon mal weiter drehen. Noch weiter und springt auf. Okay, das bedeutet, also so würde ich den jetzt ist halt auf. Okay, das ist gar nicht mal so schlimm, wie ich gedacht habe. Weil ich habe das heute Nacht im Internet gesehen. Oder mir die Produktbeschreibungen und alles davon mal ein bisschen genauer angeschaut. Und da war ich mir überlegen, ob ich das überhaupt mit einer Core-Bar aufbekommen oder ob sich das die ganze Zeit einfach so lange verdreht, dass ich halt irgendwie richtig viel drehen muss, bevor das auslöst. Aber wir probieren es nochmal aus. Also wir haben es jetzt so, jetzt greife ich hier, drehe hier. Hier wäre jetzt schon beim normalen Trapez ausgelöst. Ja, ist halt eine halbe Drehung weiter und dann kann ich es auch hier mit auslösen. Weil, wir schauen uns jetzt mal hier die Leine an. Ich mache das nochmal zu. Ich mache es nochmal zu. Also, wir drehen das und irgendwann, mal gucken, ob wir es ein bisschen schlechter machen können, dass es noch schwerer wird. Aber nein, also wir haben diese Position oder diese Position, fang an zu drehen. Hier verkeilt er sich und geht auf. Ich hätte gedacht, dass das nicht funktioniert und dass ich wäre... Ein Red Engine Trapez mit Sliderbar fährt, dass der nicht die Core Sensor Bar verwenden kann aufgrund von dem Roto Release, aber anscheinend geht es auch. Was aber geil ist, wenn man sich für das Red Engine Trapez entscheidet, würde ich auch den Chicken Stick abschneiden und weghauen, weil das sieht total scheiße aus und stört. Und ist ja geil, wenn es maximal aufgeräumt ist. Aber gut, das werde ich jetzt nicht machen, weil das ja nur ein Test ist, aber drehen wir mal. Zack, auf und raus. Testen wir das Ganze mal auf dem Wasser gleich. Okay.
Das war eine mega geile Session. Wir haben jetzt über 20 Knoten gehabt und der Achterkite war richtig angeballert. Man hat echt ein paar geile Sprünge bei. Ich hoffe, dass die Aufnahmen gut geworden sind. Und ich habe jetzt nicht die Sensorbar in Verbindung mit dem Ride Engine Trapez ausgelöst, weil der Tag einfach zu geil war, um jetzt irgendwie da rumzufummeln auf dem Wasser. Heute habe ich mal ein bisschen das Kiten genossen. Wir holen das mit dem Auslösen mal nach demnächst. Und ich plane jetzt gleich einen Trip, also es ist jetzt Freitagabend und wir wollten Samstag irgendwo spontan hinfahren. Wir wissen noch nicht wohin, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, schönen Feierabend.